Willkommen zurück zu Pineview Drive, Tag Nummer 2. Den ersten Tag, den haben wir ohne Probleme überlebt. Wobei ich aber sagen musste, der war mehr als nur unheimlich, Leute. Und ich habe mir gedacht, nimmst du jetzt gleich weiter auf oder nicht? Und habe ich gedacht, bei diesem Spiel nimmst du gerade noch ein Part auf. Okay, hier oben kommen wir jetzt mal nicht weiter, merken. So, es wird jetzt gleich schon wieder Nacht. Wir starten immer irgendwie, wenn es Richtung Nacht geht. Wir haben jetzt gleich 9 Uhr, oder vielleicht ist es 9 Uhr morgens. Keine Ahnung. So, wir sind jetzt wieder hier drin. Also ich hoffe mal, das ist leicht. Tag werden könnte. Wäre ganz nett eigentlich. So, und wir sollen wieder nach Hinweisen suchen. Also gehe ich mal davon aus. Oh, ich habe direkt einen Schlüssel gefunden. Okay. Weil es war gerade irgendwie so ungewöhnlich, weil die war doch zu eigentlich. Oh, es wird so dick Nacht. Es wird so dick Nacht. Jetzt liegen da hinten Batterien, aber wir sind ja... Es wird Nacht. Warum wird es denn jetzt schon wieder Nacht? Nein, es kann nicht Tag bleiben in diesem Spiel. Es kann einfach nicht Tag bleiben in diesem Spiel. Okay, warte mal. Ich mache jetzt mal hier schnell den Schalter. Okay, dann in dem mittleren Raum waren wir. Da kommen wir. Können wir reingehen und es ist dann mit diesen Büchern da, wo die diese Bücher aufgestellt hat. Ich muss auch sagen, die Musik ist richtig gut gemacht. Also. Aus damit. So, ich halte hier natürlich die Taschenlampe. Oh, nee, komm. Ich glaube, die werden wir später brauchen. Ich sollte es vielleicht doch noch genießen, solange wir Licht haben. Ja, das könnte sich bestimmt ändern bald in diesem Spiel hier. So kann ich mir das ungefähr vorstellen. Dass sie da lieber doch mit dem Licht noch ein bisschen vorangehen, als mit den Batterien. Sonst brauchen wir die und dann haben wir später gelitten und dann, ja. Bringt das nichts. Alter, diese Musik. Ich habe mich gerade wieder erschrocken, nur weil das hier so auf einmal so wusch. Okay, jetzt können wir hier rein. Und da liegt schon wieder ein Schlüssel. Also wir kriegen die Schlüssel hier echt nachgeschoben. So, gleich mal ausprobieren, ob wir hier die Tür aufmachen können. Das war gerade nicht ich. Hier ist irgendwas gerade gel... Ich habe so ein bisschen Angst gerade. Ach nein, da wird wahrscheinlich wieder auch noch ein Schlüssel drin liegen. Da kommen wir nur noch nicht dran. Jetzt drück doch mal, ach, die geht ja automatisch zu, jo. Da denke ich halt eben nicht dran. So, da starten wir immer. Da finden wir auch wieder Batterien und da kommen wir nicht weiter. So, ich kann rennen. Das mache ich jetzt mal eben. Warum war das Licht hier gerade aus? Hier war das Licht gerade eben aus. Dumm. 2 Uhr nachts. Und die Musik ist so laut, aber auch, muss ich zugeben, vielleicht schraube ich die doch ein bisschen runter. So, wir haben einen weiteren Schlüssel. Ah ja, klar, hierfür haben wir einen Schlüssel. Da liegen jetzt Batterien. Streichholz. Nö. Und die Taschenlampe lässt nach, wenn die Batterie mehr, also leer ist. Ist nicht gut gemacht, gefällt mir. So, hier ist es mit den, da kommen wir nicht rein. Da waren wir drin. Da müsste es jetzt hierfür sein. Jawohl, genau. Immer die letzte Option. Immer die letzte Option. So, machen wir mal Licht hier an.
Ach du Scheiße, das ist verbunden oder was? Streichholz haben wir noch. Und hier finden wir die nächste Notiz. Wir hatten einen schönen Tag am Meer. Nachts wurden wir durch Geräusche im Haus wach. Ich konnte aber nichts entdecken. Warum ist jetzt auf einmal Tag? War's das schon? Tag 3. Meine lieben Freunde, Tag Nummer 3. Ja, und das aber dann, wie ich gesagt habe, ein Part, ein Tag, egal wie lang es geht. Tag 3 dann im nächsten Part von Pinewood Drive. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Schaltet wieder ein. Macht's gut. Ciao.